Beethoven und die freie Zeit. Ein Radiofeature von Valentin, Gregor, Julie, Adrian, Evelyn und Franz. Ja, also das ich bin total, ich weiß, wir haben kein Space Bros. Ich also, weißt du gerne aus. Aber ja, ich auch ja, shoppen in keinem Verein. Ja, das finde ich ja total angemalt. Aber in meinem Mädchen würde ich gerne. Warum spielst du denn dein Baseball? Ich mag kein Baseball. Freizeit ist die Zeit, die ich nicht auf der Arbeit verbringe oder mit bürokratischen Sachen. Man kann tun, was man möchte in der Zeit. Also man hat keine Arbeit. Freizeit, Spaß. Spielen. Dass ich Sachen tun kann, die ich gerne möchte, die ich nicht machen muss. Die freie Zeit, die ich habe. Kann ich lesen, fotografieren, reisen. Keine Schule, Spaß haben, seine Hobbys ausüben. Ja. Spaß und spielen, nicht nur arbeiten. Einfach die Dinge tun, die man gerne tut. Oh, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Oh, was ist denn für Freizeit? Ja, eigentlich mal sich ausruhen und halt eben ja, nichts tun. Freizeit, faulenzen und entspannen und Freude und Spaß. Tschüss. Freizeit, die Zeit, in der man nicht arbeiten muss. Die Zeit, wenn ich nicht arbeite und nichts zu tun habe. Freizeit, nichts tun. Chillen. Eine Umfrage unter Bonnern hat ergeben, dass jeder Freizeit anders versteht. Aber doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. In der Freizeit hat man keine Verpflichtungen. Jugendliche nutzen sie zum Beispiel gerne für Videospiele. Dabei kann man auch mal aus der Zeit geraten. Wir befinden uns in der Rheingasse 24 in Bonn. Ein Jugendlicher aus der Neuzeit namens Jan spielt in seiner Freizeit am liebsten Videospiele mit seinem Tablet. Er spielt gerade das Spiel Anno 1784. Da kann man historische Häuser nachbauen. Jan baut sein Haus in der Rheingasse 24 historisch nach. Die Mutter von Jan kommt ins Zimmer. Na, spielst du wieder dein Spiel? Stör mich nicht, ich spiele gerade Anno 1784. Ich baue gerade ein Haus in der Rheingasse 24. In diesem Haus wohnen wir doch. Und wusstest du, dass in diesem Haus früher einmal Ludwig van Beethoven gewohnt hat? Nein, das wusste ich nicht. Wie sah das denn früher hier überhaupt so aus? Ich habe einmal gelesen, dass die Beethovens hier im zweiten Stock gewohnt haben. Da, wo jetzt unser Wohnzimmer ist, hat wohl damals ein Klavier gestanden. Jetzt vergiss aber nicht, deine Hausaufgaben zu machen. Jan spielt weiter. Als er den Dachstuhl vom Haus 24 aufsetzt, verspürt er plötzlich einen großen Durst. Er schaltet sein Tablet aus und geht zum Kühlschrank in die Küche, um sich eine Cola zu holen. Oh, wo ist denn der Kühlschrank? Was die Bonner Erwachsenen in ihrer Freizeit machen, wer weiß das schon. Vielleicht machen sie Sport oder Musik oder einfach gar nichts. Spielen und lesen. Fahrrad fahren. In die Stadt gehen, wie ihr seht, joggen gehen, Freunde treffen, Kino. Ich gucke Fernsehen, ich gehe oft raus. Ich jogge viel. Arbeiten. Sport. Geh dreimal in der Woche in die Muckibude. Oh, ich habe ganz viel Freizeit. Ich male, ich gehe zum Sport. Ich treffe mich mit Freunden. Ich bin kein junger Mann mehr. Ich gehe jeden Morgen 10 Kilometer spazieren. Lesen. Ich bin auf dem Weg zu einer Ärztin und da geht es um meine Gesundheit. Und ich glaube, dann kann man sagen, in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerade mit meinem Körper, mit dem Körper meiner älteren Mutter und schaue, dass es uns gut geht. In meiner Freizeit kümmere ich mich zum einen um meine Kinder und ich mache viel Musik. Videospiele machen durstig. Vor allem beim jugendlichen Jan. Was ist mit Jan bloß passiert, dass er den Kühlschrank nicht findet? Der Junge sieht sich in der Küche um und sucht nach dem Kühlschrank. Wieso sieht denn plötzlich die ganze Küche so altmodisch aus? Und der Kühlschrank ist auch nicht mehr da. Wer hat den wohl verschoben? Jan hört immer noch die Musik von seinem Tablet, obwohl er es ausgeschaltet hat. Oder nicht? Doch die Musik hört sich ganz anders an und sie kommt vom Nebenzimmer. Da muss ich unbedingt mal nachschauen. Jan geht dem Klang nach. Wieso bin ich plötzlich in einem Musikzimmer? Hat meine Mutter das etwa neu eingerichtet? Am Klavier sitzt ein Junge in Jans Alter. Was machst du in meinem Haus? Ich bin Ludwig. Und ich bin Jan. Wenn du nicht gleich aus meinem Haus verschwindest, rufe ich die Polizei.
Du bist doch in meinem Haus. Und außerdem siehst du total anders aus. Vielleicht bist du der Einbrecher. Jan holt sein Handy aus der Hosentasche und will die Polizei rufen. Mist, kein Empfang. Was ist denn das für ein komisch leuchtender Silberkasten? Das ist ein Handy. Damit kann man spielen und telefonieren. Wie soll man denn damit spielen? Muss man sich das Ding etwa zuwerfen? Ludwig packt das Handy, wirft es in die Luft und es fällt auf den Boden. Wie kannst du es wagen, mein iPhone zu schrotten? Zum Glück ist nur das Schutzglas kaputt. Du musst so damit spielen. Jan zeigt Ludwig ein Videospiel und spielt 3 Level vor. Ich will es auch mal ausprobieren. Ludwig nimmt das Handy in die Hand und drückt unsicher auf eine Taste. Es ist der Lautstärkeknopf und plötzlich enttönt eine Musik. Das ist doch meine Musik. Wie kann die denn auf deinem Eidingsbums sein? Und wieso ist die so unendlich langsam? Ich zeige dir mal, wie sich das richtig anhört. Ludwig setzt sich ans Klavier und spielt die gleiche Musik original. Du kannst ja schon richtig gut spielen. Und sagtest du nicht auch, dass du dieses Stück selbst komponiert hast? Du bist ja richtig krass drauf. Wenn du keine Videospiele spielst, was machst du denn ansonsten in deiner Freizeit? Wie du ja schon weißt, mache ich gerne Musik. Aber ich gehe auch gerne spazieren, treffe mich mit Freunden oder schaue einfach auf das Siebengebirge. Was machst du sonst noch in deiner freien Zeit? Ich spiele gerne Fußball und lese oder ich gucke fern. Auch auf das Siebengebirge? Nein, mit Fernsehen meine ich etwas anderes. Übrigens habe ich großen Durst. Wo kann ich hier was trinken? Ludwig deutet auf die Küche. Jan läuft in die angezeigte Richtung. Jan, bist du schon wieder vor diesem Spiel Arno irgendwas eingeschlafen? Ach so, war das mit Ludwig alles nur ein Traum? Viele Touristen kommen in die Beethovenstadt Bonn und erfahren einiges über den großen Beethoven. Aber erfahren sie auch etwas darüber, was der junge Beethoven in seiner Freizeit gemacht hat? Selbst die Bonner sind sich da nicht so ganz sicher. In seiner Freizeit? Wahrscheinlich Klavier gespielt. Ach ja, und ich weiß, er saß immer gern in dieser Kneipe im Höttche. Wie mit Musik hat er sich beschäftigt. Mit Klavierspielen, mit Notenschreiben, sowas. Der wird ein gutes Glas Wein getrunken haben. Ich bin zwar nicht so alt wie Beethoven. Was könnte der denn gemacht haben? Musik? Farben komponiert, Gärten angelegt, sich für Pflanzen interessiert. Musiziert wahrscheinlich auch in seiner Freizeit. Wenn er nicht komponiert hat, hat er musiziert und vielleicht war er in seinem Garten. Vielleicht hat er auch gemalt. Das wäre ja auch möglich. Gesungen. Beethoven in seiner Freizeit. Ist ein Witz jetzt, ne? Keine Ahnung. Freizeit ist für uns heutzutage ein alltägliches Wort. Doch dabei gibt es den Begriff Freizeit noch gar nicht so lange, wie man denkt. In den Duden wurde das Wort erst im Jahre 1929 aufgenommen. Davor hatten die Arbeiter nicht viel freie Zeit. Im Laufe des 20. Jahrhunderts verbesserten sich dann allerdings die Arbeitsbedingungen und die Menschen bekamen immer mehr freie Zeit. Inzwischen gibt es eine richtige Freizeitindustrie. Es gibt viele kommerzielle Angebote, zum Beispiel Freizeitparks, Vereine und Freizeitutensilien. Als Kind füllte Beethoven seine freie Zeit natürlich mit Musik. Aber er spielte auch mit seinen Kinderfreunden oder schaute einfach vom höchsten Punkt des Hauses auf die Rheinlandschaft. Später dann traf er sich in seiner freien Zeit mit seinen Freunden in Gasthäusern oder las dort alleine Zeitung. Er ging auch sehr oft und gerne in der Natur spazieren. Thank you.
Man kann seine Freizeit nicht nur aktiv verbringen, sondern auch einfach mal nichts machen. In dieser Zeit kann man träumen, sich langweilen, nachdenken und neue Ideen finden. Das kann genauso spannend sein, wie etwas zu erleben.